Kommt jetzt in den Finish-Bereich. Was macht er wohl? Trifft die Doppel-10. Leider keine Triple. Und die nächste 180, die zweite hier im Livestream. Das Doppel-2. Das Segment, jetzt Doppel-2, die macht er. Die kann er benutzen. Er ärgert sich zwar, weil er ziemlich lange gebraucht hat, aber er sollte es nicht ärgern. Er hat den Ausgleich gemacht, die Doppel-15. Dadurch die Möglichkeit für Marcel. Und er die nutzt er. Das. Er nutzt diese Möglichkeit, die er bekommen hat mit der Doppel-10. Er geht 2-2 in Führung, macht damit ein Break und beginnt jetzt das nächste Leg. Das Nachbarsegment mit der Doppel-16 ganz knapp verpasst. Und Andre macht das 2-2. Und er nutzt diese Möglichkeit, macht er das 2-2 Ausgleich, wieder ein Break. Passt wieder. Jetzt Marcel, Doppel-3. Die macht er. Die macht er. 3-2 für Marcel Schölz. Knapp daneben, einen drüber, einer drunter mit 20 Rest. Jetzt Andre. Total knapp vorbei. Und den macht er. Zum 3-3. Somit gehen wir in den Decider. Druck aufbauen. Jetzt die nächsten drei Möglichkeiten für Andre, sich wieder das Match zu holen. Und das macht, Das 4-3 für Andre gegen Marcel Schölz. Für den jungen Tschechen nach 23 Darts.